1,5% in Sachsen-Anhalt lassen hoffen, dass es hoffentlich weitergeht mit der Basis und dass alles doch noch zu dem Erfolgsziel 56% führen wird. Ja, Corona wäre unmöglich gewesen, wenn wir schon diese Felbersche Gemeinwohlökonomie, Christ nach Christian Felber, kombiniert mit der Gemeinwohllobby und deren Arbeit an der neuen Verfassung und der GWO sozusagen gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung der Next Scientists for Future. Wenn wir das alles schon durchdiskutiert hätten und hier alles schon ausdiskutiert gewesen wäre, und wir das umgesetzt hätten politisch, dann hätte es Corona nie gegeben. Denn dieses gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnungssystem macht schlicht und einfach solche Geschäftsmodelle auf Kosten der Weltbevölkerung unmöglich, weil quasi dann die tatsächlichen Auswirkungen gemessen werden. Zum Beispiel die Auswirkungen auf Wohlfühlen, Langlebigkeit und Gesundheit der Menschen und auf den Wohlstand zusammen gemessen werden. Und dann würden sich solche Geschäftsmodelle also würden ganz schnell auffliegen als schädlich für alle. Und damit würden dann die Verdienstzuschüsse an die beteiligten Personen wie Drosten, Wieler, Lauterbach und so weiter drastisch reduziert und dann würden die sich umorientieren und würden sich wieder der Wahrheit zuwenden. Ne? Aber es ist eben auch eine ganz wichtige Selbsterkenntnisarbeit, immer zu fragen, wo sind wir alle, Drosten, Wieler und Lauterbach? Ich habe ja schon oft geschildert, dass ich selber auch in meiner Gesundheitssparte Lobbyist wider Willen war, viele vorteilbringende Irrtümer geglaubt habe. Und letztendlich selber Drosten, Wieler und Lauterbach war. Und ich bin immer offen dafür, dass jemand vielleicht die Idee aufbringt, dass ich vielleicht immer noch Drosten, Wieler und Lauterbach irgendwo bin an bestimmten Punkten. Also dieses erstmal hier unten rechts an dem rundlichen Ding die Wunschgeschwindigkeit einstellen, da ich ja so langsam spreche. Ja, aber ich gehe jetzt mal mit den Texten vor. Also als erstes zeige ich aber hier mal die neuen optischen Erscheinungsbilder. Also, wo ist es? Ich fange mal hier an. Also, Volksentscheid Wahlprogramme auf unserer Homepage, hier die Linkliste und dann hier draufklicken. Dann kommt man hier hin. Dann sieht man hier neuen Hinweis, optisch neu, siehe erster Link, den klickt man an und dann kommt man hier hin und sich das schön mittig einrichten und von der Größe hier oben rechts, hier, wenn man hier weitergeht, hier oben rechts kann man die Größe jeweils einstellen, also den Zoom einstellen. Und damit kann man sich das auf die richtige Größe tun. Ich mache den Zoom jetzt ein bisschen kleiner, weil ich sehe gerade, dass es gar nicht reingeht ins Bild. Jetzt gucke ich mal, ob es jetzt reingeht. Ja, jetzt könnte es reingehen. Moment. Jetzt muss ich wieder neu ausrichten. Ah, na, geht gar nicht. Aber gut, so können Sie es sehen. Ja, so sieht das neue optische Erscheinungsbild aus. Zum Beispiel Reformen im Bereich Wirtschaft, Handel, Mittelstand. Ich möchte das bisherige an diesem Punkt beibehalten. Da können dann jetzt entweder Konsensierungspunkte oder ein Kreuz eingetragen werden. Man könnte ja auch mit mehreren Zahlen mehrere Kreuze zulassen. Und dann hätte man hier wieder kann man 0 bis 10 Widerstandspunkte eintragen beim Konsensieren oder eben Kreuzchen machen jeweils. Und dann hat man hier fünf verschiedene Reformvorschläge, Vorschläge, Gruppen
Und dann kann konsensiert werden und die Gewinnergruppe sozusagen, die kann dann nochmal aufgespalten werden in fünf und kann dann nochmal konsensiert werden und dann hat man ein seriöses Ergebnis, das auch mit repräsentativen Wählerstichproben, also mit Vorwahlen, Mini-Volksentscheiden aussagekräftig wäre und benutzbar wäre. Man muss nicht jedes Mal einen großen, riesigen Volksentscheid veranstalten. Man kann auch die Vorwahlen, Mini-Volksentscheide, solche Sachen entscheiden lassen. Ne? Dann haben wir hier optisch das Bild der erste Punkt der Verfassung, der ja die Weichen stellt, ja. Und hier kann man es dann, so würde das dann aussehen, wieder hier, ich möchte das bisherige Grundgesetz an diesem Punkt beibehalten und so weiter. Und dann hier wieder vier Auswahlmöglichkeiten, hier könnte noch ein vierter Vorschlag eingeschrieben werden. Ja, so haben Sie das optisch jetzt schon mal gesehen, das Neue. Jetzt mache ich das alles mal hier zu wieder. So. Also hier unten bei diesem Link können Sie sich dann durchklicken zu diesen neuen Bildern, dass Sie die mal sehen. Ansonsten zeige ich die Ihnen auch dann nochmal, aber erstmal zeige ich Ihnen das hier. Ja, das hatte ich Ihnen, glaube ich, schon gezeigt. Also Wohlstand, Gesundheit, Wohlfühlen, Langlebigkeit sind ja die Ergebnisse von der gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung, GWO, GWL, GWÖ, GWO, GWÖ, GWL. GWÖ ist ja unsere etwas wilde Schwester, ein bisschen wild marxistisch, muss noch gezügelt werden. Aber das ist ja die Sache der freien Argumentekultur, dass über GWO, GWL, GWÖ diskutiert wird und die Argumente allen sichtbar wären, alle Argumente allen frei sichtbar werden und dann eben die Volksentscheide oder die Entscheidungen fallen oder das Konsensieren stattfindet. Und ja, ich hoffe, dass die Parteien immer auch berücksichtigen, dass ihre Wähler höchstwahrscheinlich keine repräsentative Wählerstichprobe der Gesamtwählerschaft sind. Ne? Ja, 700 € im Monat mehr je Arbeitnehmerin, Steuer- und netto steuerfrei mehr im Portemonnaie. Das ist das, was die GWO bietet. Und dann, damit könnte man natürlich einen Teil davon für Klimaschutz verwenden, aber nur, wenn man das will. Ne? Viel mehr Gesundheit, Langlebigkeit, Wohlfühlen und Wohlstand für alle. Ja, das ist das oberste Motto. Aber dann kommt der Satz, Selbsterkenntnis ist der einzige Weg zur Besserung. Und das ist eben genau der Punkt. Wo bin ich selber in meiner Sparte auch voll von vorteilbringenden Irrtümern, so wie Drosten Wieler-Lauterbach? Wo bin ich selber so und ja, wo bin ich, ja. Wo sind wir alle, Drosten, Wieler und Lauterbach, ja? Also dieser Gedanke, Projektion, da draußen sind die Bösen und ich bin der Engel. Das müssen wir aufgeben zugunsten echter Selbsterkenntnisarbeit. Wo bin ich selber schädlich für meine Mitmenschen, weil auch ich vorteilbringende Irrtümer meiner eigenen Sparte oder aller anderen Sparten geglaubt habe? Und deswegen zeige ich jetzt auch nochmal das hier erstmal, bevor ich die neuen Bilder zeige. Erst einmal noch das alte hier. Ja, also die Wohlfühlstimme würde alle anderen Demokratisierungsmaßnahmen so, also quasi nicht mehr zwingend nötig haben, denn die Wohlfühlstimme ist ein fortlaufender Volksentscheid, ein Dauervolksentscheid. Aber wir können eben zusätzlich solche Mechanismen verwenden wie Volksentscheid, Wahlprogramme und Volksentscheide, Vorwahlen, Mini-Volksentscheide, ja, mit denen man Volksentscheide quasi mit minimalem Aufwand sozusagen Volksentscheide klären könnte und zu einer Entscheidung bringen könnte.
Ja, und dann kann man auch hier Neukandidaten drüber machen, Neukandidatenfindung über Vorwahlen, Mini-Volksentscheide. Man kann die Medienreform machen, aber wenn man die Wohlfühlstimme hat, erübrigt sich die Medienreform, weil dann automatisch das Richtige geschieht. Das ist ja das Schöne bei der Wohlfühlstimme, die sorgt wie ein Passepartout, ein Schlüssel, der für alles passt, automatisch löst er das Problem. Da brauchen wir gar keine Medienreform mehr machen, weil das von selber geschieht, weil nämlich die Wohlfühlstimme darüber entscheidet, welches Medium noch überleben wird und welches pleite gehen wird, egal ob öffentlich-rechtlich oder privat. Und damit ist das Problem gelöst. Aber natürlich sollte man trotzdem diese Vor- und Nachmittags- und Abendsendungen, Übungs- Vorwahlen, Mini-Volksentscheide machen, damit wir uns alle in Demokratie üben können und ständig neue Ideen hochgebracht werden in der Gesellschaft. Das quasi innerstaatliche Vorschlagswesen ist das ja, und das können wir den Medien dann empfehlen und die werden das dann umsetzen, ne? Wenn sie erfolgreich sein wollen in Zukunft. Ja, und dann kann man Eilentscheidungen auf Basis von simulierten geheimen Volksentscheiden treffen. Oder man kann eben, das ist alles möglich. Und dann die Reform der 5%-Hürde, keine Stimme geht mehr verloren. Das sind alles Dinge, die möglich sind und sinnvoll sind. Und ja, muss man schauen. Und hier nochmal haben wir das optische Erscheinungsbild, das neue. Das ist nochmal hier die Verfassung, die neue, die, wie das optisch aussehen könnte, ja. Und der Beginn, ja, und jetzt können Sie das auch eventuell dann lesen, falls Sie Ihren Bildschirm anhalten wollen. Aber ich habe alles schon mal vorgelesen, also jedenfalls unseren Teil, unsere Reformen schon mal vorgelesen. Dann haben wir hier das neue Bild, das hatte ich auch schon vorgestellt. Hier, die können wir quasi, hier können wir alle Sparten Deutschlands auflisten. Im Prinzip ist ja jeder, der arbeitet, mindestens eine eigene Sparte. Also braucht man viel Platz für die Sparten. Und hier in der Mitte sind die Leute, die keiner Sparte angehören und die eben, wie ich fälschlicherweise gesagt habe, nicht Opfer sind, sondern jeder ist Opfer und Täter, denn auch wer keine vorteilbringenden Irrtümer einer eigenen Sparte im Kopf hat, ist doch so durchmanipuliert, dass er auch die vorteilbringenden Irrtümer all der anderen Sparten oft im Kopf trägt oder praktisch immer im Kopf trägt. Und damit sind alle Menschen immer ständig Lobbyisten wider Willen irgendwelcher Sparten, egal ob sie einer eigenen Sparte angehören oder selbst keiner Sparte angehören, wie zum Beispiel kleine Kinder. Aber auch kleine Kinder sind schon nach kürzester Zeit Lobbyisten wider Willen und tragen sozusagen als Verhaltensvorbilder die Resultate bestimmter vorteilbringender Irrtümer weiter. Ja, und hier haben wir nochmal das neue Design des Volksentscheid-Wahlprogramms, hier am Beispiel der Gesundheitsreform. Hier könnte man noch eine Vorschlägegruppe eintragen und hier kann man dann diese 0 bis 10 Widerstandspunkte eintragen oder entsprechende Kreuze, je nachdem, wie man das Ganze gestalten will. Und Sie sehen es hier, sieht das ganz hübsch aus. Jede einzelne Reform hat ihre saubere Überschrift. Ja, und so, das hatte ich ja alles schon mal vorgelesen, deswegen ist das jetzt nicht so wichtig, das nochmal zu sehen. Ja, das war das. Dann haben wir das gezeigt. Und dann, ja, also noch einmal. Corona, Schweinegrippe und Vogelgrippe hätte es nie gegeben, wenn man auf die Next Scientists for Future und auf die und das, wenn man die Diskussion hergestellt hätte und dann genutzt hätte zwischen GWÖ von Felber, die berühmte Gemeinwohlökonomie, die allerdings von den Großkonzernen meines Wissens abgelehnt wurde, weil sie eben nicht realistisch ist, sondern zu marxistisch ist.
Aber GWÖ, GWO und GWL, das ist das, das hätte man diskutieren lassen müssen, hätte man einführen müssen und dann hätten wir solche Dinge nie gekriegt. Aber die Menschheit ist halt so, wie sie ist. Ja, das heißt, beim Corona-Ausschusstermin 12, zweite Hälfte, haben wir es ja ganz klar gesagt. Das sind Fehlanreize im System. Es ist der falsche Bezahlungsschlüssel, der dazu führt, sozusagen, dass wir genau die Probleme kriegen, überall, die wir kriegen. Ne? Und das ist, Gutes tun muss endlich belohnt werden. Ne? Jetzt habe ich hier gerade einen Flyer, da steht drauf, hat mir einer gegeben. Hambi bleibt, alle Dörfer bleiben, vergesellschaftet die RWE, wir kämpfen weiter. Ja, was ist der Wunsch dahinter, hinter der Vergesellschaftung? Der Wunsch der Vergesellschaftung ist letztendlich, ja, ich nehme mal hier irgendeines unserer Bilder. Nehmen wir mal das hier. Ja, wenn letztendlich will man, wenn das hier die RWE ist, ja, oder das hier die RWE ist, dann will man, dass die uns nicht mehr vergiftet. Das ist ja ein Wunsch. Schön, berechtigt. Und jetzt kommt man aber auf die Idee, weil die Menschen sehr einfach gestrickt sind und immer nur auf mehr oder weniger inkompetente Lösungsmodelle kommen, vergesellschaften. Das bedeutet, wir geben den Energiekonzern, erstens schaffen wir für böses Blut, weil wir den Leuten das Ergebnis ihrer Arbeit aus der Hand reißen, also wir sie quasi enteignen. Wir könnten sie natürlich auch entsprechend entschädigen, finanziell. Aber auf jeden Fall wäre dann die Energie in Staatshand. Und ob der Staat ein guter Unternehmer ist, da gibt es ja berechtigte Zweifel. Ja? Unser Modell ist viel einfacher. Wir lassen RWE im Privatbesitz und geben aber den gemeinwohlorientierten Rahmen. Das heißt, wir messen die Wohlfühlstimmen zum Beispiel, die Gesundheit, die Langlebigkeit und den Wohlstand der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner. Und dann zwingen wir dann RWE, Energie in Zukunft völlig ungiftig herzustellen, unschädlich für die Anwohner, für die Region, für die Mitarbeiter und für die Kunden und so weiter. Und dann wird RWE Gutes tun müssen, denn die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung erlaubt nur Gutes tun und alles andere wird pleite gehen. Alles andere wird automatisch pleite gehen, denn wer zu wenig Verdienstzuschüsse bekommt, kann sich dann auf dem Markt gegen die Konkurrenten, gegen die Wettbewerber nicht mehr halten, wenn die anderen größere Verdienstzuschüsse bekommen und man selber die kleineren, dann ist es bald vorbei. Das weiß jeder Unternehmer auch, dass es so laufen wird. Ja, so, und dann lese ich noch so ein paar Sachen hier vor. Wir haben ja berichtet, dass die Schimpansen weniger Mitläufer sind als die Menschen. Das zeigt einerseits, dass es so mit der Vorstellung der Höherentwicklung eben nicht so ganz stimmt. Also das heißt, Mitläufertum kann die höhere Entwicklung sein, denn der Schimpanse ist, bei den Schimpansen, die sind nur deswegen weniger Mitläufer, weil dort so viel Böses in den Kommunen geschieht und weil ihr Sozialsystem nicht höchst entwickelt ist. Wir Menschen, bei uns ist aber unser Sozialsystem vor 400.000 Jahren war aber die Weiterentwicklung des Bonobo-Sozialsystems und war so hochwertig, dass nur Gutes tun in den Kommunen vorkam. Und dann ist das eine genetische Prädisposition für das Mitläufertum eher positiv. Ja? Weil dann eben die Menschen sagen, ja, wenn jemand sich erwiesen hat als fähig und nützlich für die Gemeinschaft, dann können wir ihm auch weiterhin folgen. Ne?
Das heißt, insofern ist das also gar nicht verkehrt. Das bedeutet aber nur, dass der Wunsch mancher Menschen, dass die Menschen so diese völlige Freiheit des Geistigen erwerben mögen und völlig alles sozusagen eigenständig und reflektieren und so weiter, dass das für die Masse der Menschen genetisch vielleicht gar nicht vorgesehen ist und auch gar nicht möglich ist. Schluck Wasser. Ja, denn heute, nur heute ist das Mitläufertum mit der Herde und oder der Gruppe und Kommune problematisch geworden, weil das Schlechtestun massenhaft wurde. Wenn wir aber es schaffen, mit der gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung, GWO, GWÖ, GWL, sozusagen das Schlechtetun wieder abzuschaffen und nur noch Gutes tun übrig zu lassen, dann ist das Mitläufertum wieder sinnvoll und auch eine sinnvolle Lebensstrategie, ja? Die einen, die Fähigsten, leiten die Dinge oder zeigen der Gruppe den Weg und die anderen folgen diesem Weg, weil sie dann wissen, dass jeder ja alles Gutes tun wird. Der Arzt, dem kann man dann wirklich seiner Leitung, kann man dann blind folgen, weil seine Verdienstzuschüsse abhängen von unserem Wohlfühlen, unserer Gesundheit, unserer Langlebigkeit. Und auch unserem Wohlstand eventuell, denn ja, und so wird der Schulmediz, wird jede Praxis, egal ob Heilpraktiker oder sonst wie, uns Gutes tun müssen. Und dann können wir ihrer Leitung folgen. Und das daran ist dann nichts Schlimmes. Ja? Ja, übrigens, viele vergessen, Schulmediziner waren früher Heilpraktiker und Psychotherapeuten. Also die Schulmediziner waren ja nicht immer so, wie sie heute sind, sondern sie sind durch den Bezahlungsschlüssel, durch die Fehlanreize im System, die alles kaputt machen, dadurch sind sie erst so geworden, wie sie sind. Und das heißt, alles, was unter diesem gleichen Bezahlungsschlüssel, liegt, also auch wenn wir Heilpraktiker und Psychotherapeuten, alles funktioniert nach dem gleichen Bezahlungsschlüssel. Und von daher müssen wir davon ausgehen, dass alle ganz viele vorteilbringende Irrtümer im Kopf haben, alle Lobbyisten wider Willen sind und wir alle sind Drosten, Wieler und Lauterbach und eben, wir müssen aufhören, immer zu denken, dass da andere böse sind. Die Verschwörungstheoretiker gehen ja sozusagen noch den Schritt weiter und die sagen, ja, die anderen sind ja alle Verbrecher, nur ich nicht, ich bin der Engel. Aber wie gesagt, die Wahrheit liegt da drin. Also übrigens, die Leute, die so beschimpft werden, reagieren natürlich stinksauer, weil die schauen in sich rein und merken, ich mein's doch gut, ich habe doch gar keine bösen Absichten, ich habe doch gar keine kriminelle Verschwörung gemacht, ich mein's doch nur gut. Und dann reagieren die natürlich stinksauer, wenn sie von anderen zu Unrecht als Verbrecher diffamiert werden, ne? Also insofern bitte, wir sollten ganz vorsichtig sein mit diesen Verschwörungstheorien, sondern einfach sagen, erstmal sagen, wo bin ich denn selber Lobbyist wider Willen, wo bin ich selbst voll von vorteilbringenden Irrtümern und wo handle ich selbst schlecht, weil ich quasi nur ein Agent und Propagandamacher irgendwelcher Sparten bin, meiner eigenen Sparte oder ja oder anderer Sparten. Ja. Bei denen gilt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Braucht man eben auch positive Anreize und unsere Stiftung Warentestisierung, Schluckwasser? Ja, bei vielen Menschen gilt eben, die haben nicht so etwas,
Eigenständiges, diese volle Geisteskraft, wirklich alles selbst zu reflektieren, zu hinterfragen und so weiter. Und deswegen gilt für fast alle Menschen, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und deswegen braucht es eben diese positiven Anreize, diese Belohnung fürs Gute tun, damit es endlich kommt. Ja? Und NGOs, nochmal das Grundprinzip der NGOs als Sparten, die ja zu den gefährlichsten Sparten überhaupt gehören, den Sozialsparten. Die NGOs, das beginnt mit einer Angstmache. Ja, wir haben eine Riesengefahr entdeckt, ja. Oder hier haben wir wieder Bilder von Hunger und Leiden der Menschen und der Tiere. Also spendet und dann spenden die Leute. Und das Ganze ist eben ein wunderbares kapitalistisches Geschäftsmodell. Also NGOs sind wahrscheinlich fast immer einfach nur kapitalistische Geschäftsmodelle, bei denen es um die Maximierung von Spenden geht. Ja, ich glaube aber, das war's jetzt und tschüssi, bis bald. Das war jetzt nur mal ein paar Splitter aus der aktuellen Situation und jetzt tschüssi.